Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind beim Windows-Anwendungen. Wir zeichnen jetzt in Fenster. Ja? Heute werden wir ein paar Sachen sehen, wie man das macht. Und wir haben das letzte Mal theoretisch gehört, wir brauchen ein Graphics-Objekt, wir brauchen eine Leinwand praktisch, ein Graphics-Objekt, wir brauchen einen Stift, mit dem wir auf der Leinwand herumschreiben, schmieren. Ja? Wir werden sehen, wir bringen beides zusammen. Ich mache da unser Fenster einfach einmal größer, weil ich empfehle wirklich, wenn man irgendwo in ein Fenster zeichnen will, nicht gleich ins Fenster zeichnen, sondern vielleicht so ein Panel hineinziehen, ja, also einen Container, mit der man das da drinnen zeichnet, ja. Dann kann man nämlich das verschieben nachher gemütlich und es wird ganz woanders gezeichnet. Man kann das so platzieren, wissen wir eh, kennen wir eh, ja. Wir geben den jetzt einen Namen. Panel Drawing nenne ich das. Kenne ich mich aus. Und da unten können wir übrigens Location, gell? Da kann man zum Beispiel 5 und 250 machen. Wir sehen, das hupft nachher da oben hin entsprechend. Ja? Und die Breite, wie breit mache ich das? So breit irgendwo. Wie breit ist eigentlich mein Fenster? Das ist ein Size Width 542. 542, probieren wir mal 20 weniger. 542, 512, wie schaut das aus? Oh, nicht ganz. 20 weniger ist vielleicht ein bisschen zu viel. Probieren wir 18 weniger. Ja, 16 weniger. Schaut aus, wie wenn das jetzt links und rechts die gleiche Größe wäre. Und hoch machen wir es halt 200. Back. So, puff. Jetzt ist das Panel da. Ja? Und jetzt möchte ich in dieses Panel etwas hineinzeichnen. Genau in dieses Panel möchte ich etwas hineinzeichnen. Die Leinwand, das Panel hat eine Leinwand. Es hat eine Leinwand, sonst könnte es ja nicht gezeichnet werden. Die kann ich mir holen. Und zwar gibt es bei dem Panel, oder es gibt sehr oft, so ein Paint. Dieses Paint-Event wird aufgerufen, wenn das neu gezeichnet werden muss. Ja? Doppelklick drauf, passt. Sind wir schon da. Und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen eine Graphics, also eine Leinwand, die ja eigentlich schon mitkommt. Ja? Und was der alles weiß, ist gleich. Und wir kriegen hier nämlich Paint Event Arguments. Und da E, in dem E ist schon ein Graphics-Objekt drin. Das ist das Graphics-Objekt des Panels. Das kriegen wir dann mit übergeben. Gell? Das ist in die Methode hinein wird das übergeben. Gut, jetzt habe ich da das Graphics. Und jetzt will ich in diese Graphics etwas hineinzeichnen. Ja? G. Punkt. Ob man das jetzt überall e.graphics. Schreibt oder nur g, das ist jetzt eigentlich egal, das g ist nur eine Art Abkürzung, gell? Also g, was machen wir? Machen wir mal eine Line, draw line. Machen wir eine Linie, ja? Und jetzt brauchen wir den Pen, ja? Es ist so, dass im System Pens vorhanden sind, die kann man einfach nehmen. Die sind vom System schon definiert, sind wie so oft in einer Bibliothek, nämlich in system.drawings. Drawing.pens und da ist es drin. Und da, was nehmen wir für an? Was nehmen wir für an? Red. Rot, bin Lehrer. Roter Stift. Und jetzt haben wir, wo zeichnen wir weg? Von 00 zeichnen wir es weg und zeichnen wir einfach auf 150 und 100. Das heißt, 00 ist links oben. Ja? 00 ist immer links oben. Und wir gehen 150 rüber und 100 nach unten. So sollte das ausschauen. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das aussieht. Und wirklich war, schau, da ist die Linie 100, 00 fängt es an, da ist unser Panel, fängt unser Panel hier an. Ja? Und wir gehen 150 rechts und 100 nach unten. Und wenn ich da zum Beispiel mache 10, 10, dann fängt das ganz woanders an. Dann fängt das nämlich etwas weiter drinnen an, weil ich fange nicht bei 0 an. Siehst du? 10, 10, das ist jetzt weiter rüben. Ja?
Zuerst haben wir da rum irgendwo angefangen, jetzt gehen wir 10 Pixel rüber, 10 Pixel da in die Richtung und so funktioniert das. So funktioniert das. Ja? Machen wir gleich noch was. Machen wir nur g.draw.draw.rectangle. Ja? Und das machen wir, welche Form mache ich das? System Drawings Pens und das mache ich Dark Gray. Dunkelgrauer Rahmen. Ja. Und wo soll das weggehen? Ich möchte die Grenzen des Panels einzeichnen, 0,0. Und dann, ich weiß es jetzt, weil ich gesagt habe, wie weit es ist. Aber ich kann zum Beispiel auf das Panel ja zugreifen, dass ich sage, Panel Drawing, Punkt, wie weit muss ich rüber? Genau die Weite. Die Weite des Panels und wie weit muss ich runter? Ich muss die Höhe des Panels nach unten. Halt. Ja. Jetzt sollten wir eigentlich dieses Rechteck bauen können. Und wirklich war es da. Aber schau, rechts und unten fehlt etwas. Warum? Ja, weil genau die Höhe, das ist genau nicht mehr drin. Gell? Wir sind bei minus 1 eigentlich. Gell? Minus 1, da müssen wir das machen. Schauen wir. Achso, muss ich zuerst zumachen natürlich. Passiert mir immer wieder. Ah, jetzt haben wir einen ganzen Rahmen. Wenn ich das Window jetzt größer und kleiner mache, es wäre doch schön, wenn dieser Rahmen sich praktisch anpassen würde. Machen wir es einmal nur noch rechts. Ja? Machen wir es nur noch rechts. Wäre ja schön, wenn sich dieser Rahmen an das Fenster anpassen würde. Wann soll etwas passieren? Wenn das Fenster resized wird. Ja? Das heißt, wenn ich da aus Form gehe, gibt es da irgendwo ein resized, geänderte Eigenschaften, size changed gibt's, layout, resized. Tritt ein, wenn die Größe eines Steuerelements geändert wird. Genau das brauchen wir. Also wenn das Fenster geändert wird, dann wollen wir die Breite unseres Panels anpassen. Doppelklick, Form 1, Resize. Passt. Was machen wir? Panel Drawing. Punkt Width. Ja, ist gleich Form 1. Punkt Width. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Warum gibt's das nicht? Schau mal, meine dies, also dieses Fenster, Punkt, da gibt es auf einmal. Und wenn ich über Form 1 zugreife, gibt es nicht. Wieso ist das? Das ist, weil wenn ich mit dies zugreife, komme ich von innen. Wenn ich mit Form 1 zugreife, komme ich von außen. Dieser Member, ja, diese Eigenschaft der Klasse Form 1 ist privat. Da kann ich nur von innen zugreifen. Deswegen muss ich mit dies zugreifen. Und dann haben wir gesagt, 16 weniger. Das war's, ja. Müsste es gewesen sein. So, schauen wir, ob das funktioniert. Funktioniert. Aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr weniger machen. Mehr weniger. schaut besser aus. 25 weniger schaut schon besser aus. Ja, und jetzt verändere ich die Größe und dann, was ist denn da? Ja, jetzt ist das, wo ich gesagt habe, wir schmieren. Es wird nicht immer der ganze Bildschirm von Windows abgedatet. Das ist einfach, der sagt, das ist unnötig, das zu zeichnen, weil das Panel wird eh größer, aber der Inhalt des Panels wird nicht abgedatet. Wenn ich mit dem aus dem Bildschirm rausfahre und wieder reinfahre, dann ist das gelöscht praktisch. Und das haben wir schon manchmal gesehen in manchen Anwendungen, oder? Hat das jeder, glaube ich, schon mal gesehen, dass das so passiert vom Außen. Ja? Haben wir noch ein Stück weiter raus? Super, jetzt schaut super aus. Und wenn ich es kleiner mache? Ja, ist das ein Schaden oder was? Ja? Was ist denn da los? Ha? Was ist denn da los? Ja, das ist halt so. Ja? Deswegen sollte man, bevor wir das malen, ja, müssen wir halt das Ganze nur mal mit einem Hintergrund belegen. Ja? Also, man sieht,
Es ist nicht so einfach. Aber es funktioniert. Muss halt dann hier und da muss man halt eine Kleinigkeit noch irgendwie anpassen. Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr hören über speziell über Pens und so weiter, nämlich wie unsere eigenen Pens. Jetzt haben wir sie ja Pens ausgeborgt aus dem System. Wir werden eigene Stifte erzeugen, ja, und da können wir nachher aussuchen, wie breit malen die, welche Anfangs- und Endwert, das schauen wir uns ein bisschen an, ja. Dieses Pen-Objekt, ja. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.